Ja, sie haben es schon schwer, die Lebensversicherer. Nicht nur Plus Minus wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass die Lebensversicherung nicht die beste Form der Altersvorsorge ist. Und nicht müde werden die Lebensversicherer darauf hinzuweisen, dass die oft schlechte Rendite ja schließlich steuerfrei ist. Tja, und dann kam Rot-Grün und die brauchen viel, viel Geld. Und zukünftig soll die Kapitallebensversicherung besteuert werden. Jetzt hätten sich die Lebensversicherer eigentlich die Kugel geben können, wenn ich die Besteuerung eine Ausnahme hätte, die Lebensversicherung auf Rente. Tja, und jetzt ist dank Rot-Grün eine Altersvorsorge salonfähig geworden, für die selbst ein Lebensversicherer kaum Argumente hat. Wir erinnern uns, Millionen Deutsche vertrauen der Kapitallebensversicherung. In Sachen privater Altersvorsorge glauben Sie sich dabei auf dem richtigen Dampfer. Ein Irrglaube, wie Plus Minus schon vor anderthalb Jahren nachwies. Denn nach jahrzehntelangen Beitragszahlungen werden die Kunden allzu oft mit miesen Renditen abgespeist. Oder erleiden bei vorzeitiger Kündigung sogar Verluste. Fazit: Zwar erwies sich die Versicherung als unsinkbar. Baden gehen jedoch die Kunden und vor allem deren Rendite. Nun aber, zum Jahreswechsel, geschieht das Undenkbare. Auf der Silvesterfahrt ins neue Jahrtausend passiert es. Die Kapitallebensversicherung wird erschüttert. Schuld ist nicht etwa das Jahrtausendproblem, sondern die SPD-Regierung. Tatsächlich scheint die Kapitallebensversicherung am Ende. Die Bundesregierung plant eine rigorose Besteuerung ihrer Erträge im Auszahlungsjahr. Für den Versicherungsexperten der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen steht fest: Ja, nach unserer Auffassung ist die Kapitallebensversicherung damit gestorben. Niemand wird das mehr abschließen. Doch keine Angst. Natürlich lässt die Versicherungswirtschaft die Kunden nicht hängen. Altkunden genießen Bestandsschutz und werden noch steuerfrei zum Ziel befördert. An den miesen Renditen dürfte sich aber nichts ändern. Und für die Neukunden haben sie ein anderes Angebot. Die Privatrente, das neue Flaggschiff der Lebensversicherungsbranche. Und das mit dem Segen der Bundesregierung. Tatsächlich, die Bundesregierung will die Bürger dazu animieren, verstärkt in die private Rentenversicherung einzusteigen. Deshalb wird sie steuerlich genauso behandelt wie die gesetzliche Rente. Damit fällt im Regelfall keine Steuerpflicht an. Das kommt natürlich auf die Einkunftshöhe an, aber meistens fällt keine Steuerpflicht an. Der Bundesregierung geht es mit dieser Umstellung darum, dass die Menschen verlässlich für ihr gesamtes Alter bis an ihr Lebensende vorsorgen. Ich denke, das ist auch im Sinne des gemeinen Wohls notwendig. Wird nun mit der Privatrente für die Kunden endlich alles gut? Weit gefehlt. Selbst im Vergleich mit der keineswegs lukrativen Kapitallebensversicherung kann die Privatrente kaum überzeugen. Ja, das alte Produkt Kapitallebensversicherung war ja schon schlecht genug. Wenn die Bundesregierung die Leute jetzt in die private Rente hineintreibt, dann treibt sie sie vom Regen in die Traufe. Das ist noch mal schlimmer. Zunächst müssen die Kunden genau wie in der Kapitallebensversicherung in der Privatrente vor allem eins: zahlen. Und wer nicht mehr zahlen kann oder will, der geht auch hier gnadenlos von Bord und wird mit jämmerlichen Rückkaufwerten abgespeist. Hier wie dort gilt, wer früh kündigt, bekommt oft noch nicht einmal die eingezahlten Beiträge zurück, macht also Verlust. Und was ist mit denen, die bis zum Rentenalter durchhalten? Die bekommen, kaum zu glauben, aber wahr, sogar noch weniger als von der Kapitallebensversicherung. Der Vergleich. Bei vergleichbarem Versicherungsschutz und unter folgenden Rahmenbedingungen: 30 Jahre Laufzeit, monatlich 200 Mark Einzahlung, Auszahlung ab 65. Das Analyseinstitut Franke und Bornberg ermittelte im Auftrag von Plus Minus für die Allianz ca. 197.000 Mark in der Kapitallebensversicherung, jedoch nur ca. 170.000 Mark in der Privatrente, ergo minus 27.000 Mark. Bei der Volksfürsorge ein Minus von fast 37.000 und bei der Hamburg-Mannheimer ein Minus von 48.000 Mark. Ist der Bundesregierung bekannt, dass die Privatrente eine noch schlechtere Rendite für den Kunden abwirft als die Kapitallebensversicherung? Es ist ja nicht gesagt, dass am Ende für die Kunden weniger rauskommt. Es müsste im Interesse der Versicherungsunternehmer sein, dass sie eben attraktive Produkte verkaufen. Tja,
Dazu kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Wir haben auch schon lange darauf gewartet, dass der Versicherungswirtschaft bessere Produkte einfallen. Wer darauf wartet, der wird natürlich auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Nun, die Chefs der Versicherungsbranche haben Zeit. Nicht nur, weil ihnen jetzt noch mehr Geld bleibt als früher. Goldene Zeiten eben. Die Kunden und die Privatrente, das ist wirklich eine Allianz fürs Leben. In der Kapitallebensversicherung konnten die Kunden wenigstens am Ende der Laufzeit über die Gesamtsumme frei verfügen. Bei der Privatrente ist das anders. Die wird Monat für Monat zugeteilt. Nur dann bleibt sie steuerbegünstigt. So heißt es für den Privatrentner, hübsch bescheiden bleiben. Und je früher ihm dabei die Luft ausgeht, desto mehr bleibt für die Versicherung übrig. Na denn, Prost!